Leute, ich habe es getan. Ich weiß, es hätte keiner gedacht, aber nach all den Anti-Hauls und all dem Trashing habe ich bei Colourpop bestellt. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. I know, most shocking intro ever. Aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten, als Colourpop announced hat, dass sie zusammen mit Raw Beauty Christie, einer meiner allerliebsten Influencerinnen und YouTuberinnen ever, eine Collab rausgebracht haben. Ich habe ja schon ihre erste Collaboration mit Pure Cosmetics auch reviewed und auch gekauft mit meinem eigenen Geld. Auch das hier ist mit meinem eigenen Geld gekauft, also kein PR, nicht gesponsert, nicht bezahlt. I wish though. Ich lasse euch die Links zu den beiden Reviews unten, denn ich habe einmal ein englisches Tutorial und eine englische Review dazu gemacht und einmal eine deutsche Review dazu gemacht über die Palette. Und die könnt ihr euch gerne noch anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Heute geht es allerdings um die Colourpop Cosmetics Collaboration mit Christie und ich freue mich da sehr drauf. Ich mag Christie sehr, sehr gerne. Das heißt, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich bin biased as fuck. Also ich bin total voreingenommen, weil ich alles gut finde, was die Frau macht. Okay, nicht alles, alles, aber ein Großteil davon ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Ich finde, sie hat eine sehr tolle Art, Dinge rüberzubringen, auch zu kritisieren, wie sie damals zum Beispiel mit der Jaclyn Hill Sache umgegangen ist und ähnliches. Und ich freue mich einfach darauf, diese Sachen jetzt auszuprobieren. Die Collection ist schon etwas länger draußen und ist gerade, ich habe gerade nachgeschaut, leider gerade auch ausverkauft. Ich weiß nicht, ob sie nochmal restockt wird, aber ich weiß, dass ihr sie trotzdem sehen wolltet. Das hattet ihr mir geschrieben. Meine Base habe ich schon fertig gemacht, wie man sieht. Und zwar habe ich da auch eine Review gemacht. Das ist nämlich alles aus der Drogerie. Also alles, was ich drauf habe, die komplette Base, sind alles Drugstore-Produkte, was mega cool ist und was mich natürlich auch sehr freut. Einige waren sehr geil und einige waren nicht so geil, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass wir das heute mit dieser Collection auf jeden Fall noch ein bisschen toppen können. Ich werde zwei Looks machen, denn die Palette, ich zeige sie euch gleich, hat ja zwei sehr unterschiedliche Farbschemata sozusagen. Und da möchte ich gerne drauf eingehen. Aber als allererstes zeige ich euch jetzt einmal kurz das Packaging. Also das ist das Packaging der Palette. So sieht die Palette innen aus. Also ist da nochmal drauf. Ich finde das so schön gemacht, weil sie ist ja auch jetzt in den Wald gezogen sozusagen und ist ja super naturverbunden, was ich sehr, sehr nachvollziehen kann. Ich finde, das hat mit diesem Aquarell einfach sich total gut ja übersetzen lassen. Hinten sind auch noch mal die Shade Names mit drauf und ja, sie heißt At Forest Side, ist eine Pressed Powder Palette. Das heißt, einiges sind normale Lidschatten und einige andere sind presste Pigmente, soweit ich das richtig gesehen habe. Und so sieht die Palette von innen aus. Ich glaube, das interessiert euch am meisten. Die Palette hat keinen Spiegel innen, weswegen ich sie euch einmal so zeigen kann. Finde ich persönlich nicht schlimm, weil ich weiß, dass ein Spiegel immer viel Geld kostet und Colourpop ist ja eher so sehr affordable, finde ich. Ich finde, da sind so wunderschöne Lidschatten drin. Aber eins muss ich direkt mal sagen. Ich finde auch, dass sie, wenn man sie neben die Pure Cosmetics Palette hält, ich hole die gleich noch raus, dass man schon das Gefühl hat, da sind viele ähnliche Shades drin. Also das fand ich ein bisschen schade sozusagen. Aber ich verstehe auch, dass das eben das ist, was sie gerne mag. Und ich finde es halt super, dass sie das nochmal in Affordable sozusagen gemacht hat. Ich hole mir eben die Pure Cosmetics Palette. Oh, die ist ja so double-sided und da haben wir einmal diese natürlichere Seite. Ups. Und da kann man auch sehen, also die sind sich schon ähnlich. Es sind nicht genau die gleichen Farben. Das heißt, selbst wenn man diese hier auch hat, was glaube ich viele gar nicht mitbekommen haben, dann ist das nicht so schlimm. Und dann haben wir einmal diese sehr bunte Seite und da achtet mal auf das Blau und das Grün auf jeden Fall und das Gelb. Also die sind sich auch, wie gesagt, nicht ganz unähnlich. Finde ich aber nicht schlimm. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist eine, also das ist an sich eine eigenständige Palette, die man trotzdem haben kann. Nur für die, die diese Palette vielleicht schon haben und auch mögen, denn die Qualität der Lidschatten ist wirklich gut. Müssen nicht unbedingt die von Colourpop auch kaufen, glaube ich zumindest jetzt vorher. Außerdem habe ich noch zwei von den Lipglossen. Und zwar habe ich einmal die Farbe Wildflower, das ist dieses Pinky quasi, und einmal Glacier, das ist dieses wunderschöne Gold. Da bin ich gespannt drauf. Und etwas, worauf ich mich richtig doll freue, ist er Super Socks. Der Super Shock Shadow in der Farbe Mycelium. Das ist die Verpackung. Also so kommt er dann an, dass die Verpackung, die Super Shock Shadows sollen richtig, richtig cool pigmentiert sein. Diese Collection zu kriegen war tatsächlich auch ziemlich schwierig, obwohl Colourpop das ja auch gewohnt ist, mit sehr großen Aufkommen sozusagen klarzukommen, weil Christie einfach so viele treue und loyale Followerinnen hat. Und ich kann auch verstehen, ist einfach eine günstige Alternative zu der Pure Cosmetics, die halt super schwierig zu bekommen war. Und ist auch einfach eine wunderschöne Palette. Heute werde ich mich so ein bisschen an die neutraleren Farben sozusagen versuchen und werde sozusagen eher so die warmen Farben machen. Und dann machen wir noch so einen dunklen Look mit den Farben hier oben. Ich denke, das ist ganz cool, wenn man zwei verschiedene Looks damit macht. Es sind ja auch insgesamt 12 Farben. Die werde ich in einem Look nicht unbedingt hinbekommen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wo ist denn diese verdammte Base? Bin gleich wieder da.
So, die PLOE Space in Rumor 0.5 habe ich jetzt aufgetragen. Wie gesagt, ich meine, nehme immer erst einen Concealer-Pinsel und gehe dann auch hoch bis zur Augenbraue und dann blende ich es nochmal mit meinem Schwämmchen aus. Und das werde ich zwischendurch wahrscheinlich auch nochmal machen. Anfangen möchte ich mit einem Pinsel von Spectrum, der B04. Das ist dieser angeschrägte, den mag ich ja super gerne, um hier hinten sozusagen diesen, mal so einen Fake-Wing mit meinem Lidschatten quasi, um den da zu verteilen. Und ich werde heute ein bisschen boring sozusagen einen Look machen, den ihr wahrscheinlich von mir schon kennt, einfach aus dem Grund, weil ich ja gerade nicht so super inspiriert bin und ja gleich noch ein paar andere Videos filmen möchte. Ich werde anfangen mit Amanita. Das ist dieses wunderschöne Lila, würde ich jetzt mal sagen. Oder nehme ich Homegrown? Nee, Amanita ist Speaking to Me. Und da gehe ich als allererstes rein, wie gesagt, mit dem Spectrum-Pinsel. Wo habe ich mir denn einen Spiegel hingelegt? Habe ich nicht. Love that for me. Please hold the line. Also ich bin jetzt vorsichtig reingegangen. Man sieht, da ist auf jeden Fall gutes Pigment mit dabei. Ist eine wunderschöne Farbe. Ich bin sehr gespannt. Achso, nochmal ausblenden. Bin sehr gespannt, wie die sich auf dem Auge überträgt. Denn wir wissen, Lila und Bordeaux sind meine Lieblingsfarben. Am liebsten hätte ich so meine Haare auch. Ist allerdings too much pain in the ass auf jeden Fall. Und ich stempel jetzt sozusagen einfach einmal hier nach außen die Linie, mit der ich nachher sozusagen arbeiten möchte. Das funktioniert mit diesem Pinsel sehr gut. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Pigment. Ich habe es jetzt vorsichtig gemacht. Aber ja, man kann es auch wirklich sehr gut aufbauen. Also eine schöne Farbe. Bin mal gespannt, wie das gleich beim Ausblenden aussieht. Bei Lilatönen haben wir ja auf meinem Kanal schon des Öfteren das Problem gehabt, dass man so eine Demarcation Line irgendwann hier außen hatte. Also, dass man das Pigment einfach nicht mehr aufbauen konnte und dann da so eine Lücke sozusagen entstanden ist. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Lila, gefällt mir gut. Oh Mist, mir fällt gerade auf, dass meine Vorlesung losgeht. Ich mache nebenbei den Look, aber werde nebenbei die Vorlesung laufen lassen. Das heißt, ich mache euch einfach sozusagen einen Schnelldurchlauf und zeige euch immer die Pinsel und auch schreibe euch auch rein, welche Farbe ich benutzt habe. Und dann sage ich euch nachher nochmal, was vielleicht ein bisschen gezickt hat und was nicht. Let's go! So sieht jetzt der fertige Look aus. Ich habe natürlich noch Mascara aufgetragen. Ein kleines bisschen Liner. Mascara war die Lash Princess von Essence, nicht Catrice, in Waterproof. Die Ariel-Version, weil ich die da halt gesehen habe. Aber die gibt es natürlich auch in normal. Und ich habe als
Liner, wieder den Epic Ink Liner von NYX Cosmetics benutzt. Ich habe Lashes aufgeklebt von Avedia Lashes, allerdings ausnahmsweise mal nicht die Foe 1, sondern ich habe mir neue bestellt, und zwar Foe Nummer 4. Und sie haben neues Packaging. Also das war das Packaging am Anfang und man sieht, das ist dann irgendwann auch gut ausgenudelt. Das ist jetzt das Packaging. Viel, viel schöner, finde ich, viel hochwertiger. Trotzdem kosten die Lashes nicht mehr. Das finde ich total super und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Link dazu lasse ich euch unten in der Infobox. Dann könnt ihr auch auf dem Instagram und im Shop vorbeischauen. Ihr könnt mit dem Code CONTRA14 14% Rabatt sparen. Es ist nicht affiliated. Es ist einfach eine ganz tolle kleine Firma von einer Zuschauerin und ihrer Mama zusammen, die ich gerne supporte. Deswegen sage ich das einmal. Und ja, ich habe die jetzt heute zum ersten Mal aufgeklebt und heute war ich nicht so gut im Aufkleben. Ich glaube, ich habe die auch ein bisschen zu lang abgeschnitten. Da muss noch ein bisschen mehr weg, weil es zieht meine Augen gerade runter. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall an sich ein sehr schönes Paar Lashes. Jetzt nochmal kurz zu der Palette an sich und dann tragen wir gleich noch eins von den Lippenprodukten auf. Also, der einzige Ton, der wirklich viel Kickback im Fännchen hatte, war Old Growth. Das ist dieser wunderschöne Rosé-Ton, der mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Ich finde auch, dass West Coast so eine krasse Farbe ist, hat sie noch abgegeben. Und ich bin auf jeden Fall super positiv überrascht für den Preis. Colourpop Cosmetics auf jeden Fall eine Wahnsinnsqualität vorgelegt. Ich mag den Look super, super gerne. Hier sieht man ein bisschen dieses, was ich meinte mit der Demarcation Line. Ist aber auch ein bisschen das Problem gewesen, dass es ja nur diese beiden Shimmer Shades gibt. Für mich persönlich kein Problem in dem Sinne, weil ich mag lieber mehr matte Shadows als Shimmer Shades. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Aber es gab sozusagen keinen Übergangsschimmer, den ich da noch hätte hinmachen können. Deswegen habe ich Amanita und West Coast ineinander geblendet. Und dann kann es halt auch mal sein, dass da hinten so ein bisschen was von dem Pigment verloren geht. Ansonsten habe ich das aber nirgendwo entdeckt. Sie haben sich toll ineinander blenden lassen. Also erster Eindruck auf jeden Fall super. Super, super positiv. Bin sehr gespannt auf die untere Reihe. Also die finde ich auch so schön, die Farben. Der Super... Ich kann es nicht sagen. Der Super Shock Shadow in der Farbe Mycelium ist auch wunderschön. Und was ich nicht wusste ist, die sind quasi so cremig. Die haben auch sowas wie so ein Putty Primer. Und der hat, finde ich, einen wunderschönen Effekt. Ich habe ihn zuerst nur als Inner Collar Highlight genommen. Habe dann mit dem Finger aber noch ein bisschen hier nach oben reingetragen, damit das sozusagen schöneren Verlauf hat. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, man braucht super wenig davon. Der macht ein sehr schönes Finish. Hat sich also auf jeden Fall auch gelohnt, den zu holen. Was jetzt noch spannend ist, sind natürlich die Lippies. Und ich überlege gerade, welchen davon ich benutzen soll. Ich glaube, ich benutze den rosanen, weil morgen mache ich ja das mit dem Grün und dem Blau. Und ich glaube, da passt der hier besser zu. Das ist die Farbe, ich sag doch mal kurz, Wildflower. Ich habe auch, wie gesagt, noch nie was von Colourpop Cosmetics ausprobiert. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Hat einen riesen Applikator, gefällt mir gut. Ich swatch euch den mal eben. Der hat eine sehr feste Textur. So sieht der aus. Also hat so einen leicht rosanen Schimmer. Der riecht super angenehm. Nach was riecht der denn? Wie so ein Vanille Macchiato oder sowas, würde ich sagen. Also angenehm auf jeden Fall. Aber auch was Zitroniges? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Wir tragen den jetzt zusammen auf. Okay, der ist wirklich sehr fest. Ich weiß nicht, ob alle von Colourpop so sind. Könnt ihr das sehen, dieses hier? Okay, also er ist wirklich fest auf den Lippen. Ich mag das ja lieber, wenn es nicht ganz so fest ist. Gibt einen minimalen Hauch Farbe an die Lippen ab. Also ich glaube, zu dem Look passt das ganz gut, weil es halt dieses Rosa hat. Aber seht ihr das? Ah, das mag ich nicht, wenn das so Fäden zieht. Okay, also bappt es doch ein bisschen. I'm so sorry. Nee, also da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das wird nicht meine neue Favorite-Formulierung von Lipglossen. Aber an sich ist der schön. Hätte ein bisschen mehr Schein haben können. Ist jetzt nicht super überragend. Und man hat, ich merke gerade, es rutscht so ein bisschen in den Gaumen. Man schmeckt im Gaumen sozusagen so ein bisschen dieses Lipgloss, den Lipgloss-Geschmack schmeckt man einfach. Okay, also das finde ich nicht so super. Ich hoffe, das ist bei dem anderen vielleicht ein bisschen besser. Aber die Palette ist bis jetzt top und der Super Shock Shadow, wow, ich habe es richtig gesagt. Der Super Shock Shadow ist auf jeden Fall sehr schön gewesen. Ja, das war es erstmal mit dem ersten Teil und ich bin dann morgen wieder da. Und dann zeige ich euch noch die restliche Palette. Bis gleich. Thank you.
Wie war das noch mit, ich will einen natürlicheren Look machen. Jetzt habe ich hier den Most Evil Wing of All Times. Also der ist auf jeden Fall ein bisschen sehr steil geworden. Let's just ignore that. Zum Look, also Homegrown ist so ein schöner Ton, hat so wirklich ein tolles, dunkles Braun und gleichzeitig aber auch einen moovigen Anteil. Mein Herz geht ja auf dafür. Was man definitiv sagen muss, ist, dass Puffball und Chanterelle, man sieht es hier in der Palette, ziemlich viel Kickback in der Palette haben, aber kein Fallout auf dem Auge. Das ist mir also nicht so wichtig, dass es in der Palette quasi so aussieht, weil man kann es einfach wegpusten und dann ist alles wieder gut. Haben auf jeden Fall alle unfassbar gut ineinander geblendet. Ich bin so begeistert davon. Also ich habe, glaube ich, jetzt auch wieder 10 Minuten oder so für diesen Look gebraucht. Evergreen hatte einen leichten Fallout, als ich es mit den Händen oder dem Finger aufgetragen habe. Das muss man auf jeden Fall beachten. Und dann habe ich noch den Super Shock Shadow hier am Inner Corner aufgetragen. Das reicht mir allerdings noch nicht, deswegen gehe ich da gleich nochmal mit meinem Highlighter, dem Christine von Crash Cosmetics, Link lasse ich euch unten in der Infobox, nochmal drüber, einfach weil ich so ein bisschen mehr möchte. Und dann mache ich Mascara und Wimpern drauf und dann bin ich gleich wieder für euch da. Stellt euch an dieser Stelle einfach einen fertigen Make-up-Look vor und wie ich sage, dass ich die Pigmente super toll finde. Ich habe nämlich vergessen, das Outro zu machen für den Look. Ups. Hab aber dafür noch was anderes für euch gefilmt, als ich den Look drauf hatte. Irgendwie war ich an dem Tag einfach fertig. Deswegen ignorieren wir das jetzt und gehen einfach schnell, schnell, schnell zum nächsten Teil der Looks über, okay? Okay, cool. Finally, ich schaffe es endlich, meinen dritten Look mit der Palette von Raw Beauty Christie zu machen. Letztes Mal hatte ich ja einen doch wieder nicht so ganz neutralen und entspannten Look gemacht, aber wann mache ich das auch jemals? Und heute machen wir endlich den Look mit den blauen und den grünen Farben. Da freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich irgendwie noch gar keine Inspiration dafür habe, wo ich hingehen will mit diesem Look. Ich habe auf den Lippen übrigens die Fenty Lip Cream. Dazu wolltet ihr gerne eine Review haben. Und ich muss sagen, davon ab, dass die so einen wunderschönen Flush auf den Lippen sozusagen gibt, also so ein ganz bisschen Farbe mit abgegeben hat. Das ist übrigens Fenty Glow, also die Originalfarbe sozusagen. Sie fühlt sich genauso angenehm wie die Fenty Lip Glosser. Also ich bin absolut begeistert. Mir gefällt es sehr gut. Ist natürlich eine Farbe, die, finde ich, fast jedem und jeder stehen würde. Ist halt einfach eine Universal Glow Bomb, hieß es, glaube ich. Und ich finde, das passt einfach auch dazu. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran und dann gehen wir in diese wunderschönen Farben. Ich freue mich da auf jeden Fall so, 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 so sehr drauf. Mal schauen, was dabei rauskommt. Werden wir dann sehen und dann gebe ich euch noch mein abschließendes Fazit, auch wenn ihr wahrscheinlich schon wisst, was ich davon halte. Let's go!
Das ist jetzt der dritte fertige Look. Ich muss sagen, dass die Farben mir sehr gut gefallen, aber das, was ich mit diesem Look veranstaltet habe, das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mir da vorher die Vorlage oder so raussuchen sollen. Ich habe einfach meine typische Augenform quasi verfolgt und dann hier so einen gelben Rand drum gemacht und irgendwie, I'm not really happy about it. Womit ich aber sehr happy bin, muss ich wirklich sagen, ist die Qualität dieser Lidschatten. Also wirklich knocked it out of the park. Man sieht hier, dass bei PNW, also dem unteren Petrol, dass hier relativ viel Kickback im Pfändchen ist und auch bei Chanterelle zum Beispiel hat man das relativ viel. Bei PNW hatte ich leider auch Fallout hier an der Seite und hier an der Seite, also seid da vorsichtig und baut den lieber auf. Die sind alle unfassbar pigmentiert. Ich finde die Color Story wunderschön. Ich werde sicherlich noch öfter zu dieser Palette greifen. Ich hatte außerdem bei Evergreen, dem Duochrome hier, auch Fallout. Das ist bei diesen Shimmer Shades, finde ich, immer nicht so schlimm wie bei den Matten. Die lassen sich meistens ein bisschen besser wegwischen als ein matter Shade. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr die Palette auch habt oder noch kaufen wollt. Ich weiß gar nicht, ob da ein Restock geplant ist. Naja, auf jeden Fall kann ich euch abschließend sagen, diese Palette ist wirklich wunderschön. Congratulations, Christy, on this palette. It's amazing. I love it. It has introduced me to ColourPop Cosmetics Eyeshadow Quality. Und ich glaube, ich werde ab jetzt auch nochmal öfter drüber nachdenken, ob ich ColourPop nicht vielleicht doch mal bestelle, weil die ein oder andere Palette ist ja dann doch ganz spannend, die die rausbringen. Und ich hatte aber vorher, wie gesagt, noch nie eine, wusste deswegen auch nicht, wie die Qualität ist, obwohl ich halt immer sehr viel Positives darüber gehört habe. Jetzt konnte ich mich auf jeden Fall selber überzeugen. Und auch wenn dieser Look nicht gerade the epitome of beauty ist, kann man auf jeden Fall sagen, die Eyeshadows waren nicht daran schuld, sondern das war User Error. Was ich nicht empfehlen kann, sind die Lipglosse. Die haben mir nicht gefallen, sage ich euch ganz ehrlich. Die sind zu bappig, sind zu dick, man hat diesen Lipgloss-Geschmack im Mund. Die Farben waren hübsch, aber die habe ich in anderen Qualitäten, auch bei jeder anderen Marke. Und dann nehme ich lieber einen von Fenty Beauty, von Lethal, den Everything Gloss oder eben von Luna Beauty, meine absoluten Favoriten. Die sind angenehmer zu tragen, das gefällt mir auf jeden Fall besser. Und der Super Shock Shadow, muss ich sagen, hat eine super schöne Qualität. Also ich habe ja nur einen von, wie viel waren das, 3 oder 4, die sie dazu gemacht hat, oder ich weiß es gar nicht, mitbekommen, weil das auch alles so super schnell ausverkauft war. Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. In diesem Look habe ich den nicht benutzt. Hätte ich noch als Inner Corner Highlight sozusagen machen können. Habe ich aber irgendwie keine Lust zu gehabt, beziehungsweise bis gerade eben nicht dran gedacht. Ja, Professionalism at its best auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Falls ihr Bock habt auf mehr solche Tutorials oder Reviews, 3 Looks, eine Palette und so weiter, ich habe schon einige vorgefilmt, auch im letzten Jahr noch, dann abonniert super gerne meinen Kanal. Stellt die Benachrichtigungen auf alle bei dem Glöckchen, weil YouTube gerne wieder rumspinnt aktuell, vor allen Dingen, was meine Livestreams angeht, leider, leider. Deswegen würde ich euch auch immer empfehlen, mir auch bei Instagram zu folgen, @contrajunkie, genau wie hier, weil ich dort zum Beispiel auch immer ankündige, wenn ich auf YouTube live gehe. Auch auf Instagram gehe ich öfter live. Und da bekommt ihr noch so ein bisschen mehr aus meinem Alltag mit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich muss sagen, wirklich Top-Qualität. Eine sehr, 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 sehr schöne Collaboration. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!